Sie sollten sich wirklich schämen. Wie kommen Sie nur auf die Idee, unschuldige junge Mädchen zu belästigen in diesem Haus? Was ist mit uns beiden Hübschen? Sieh dir das an. So hat sein Haar ausgesehen, als... Ich verstehe kein Wort. Was macht das schon? Die meisten Gespräche sind sowieso bloß belanglos und überflüssig. Ihn haben sie ohnehin nicht betroffen. Diese Hörrohre hat er damals benutzt, siehst du? Ach, die Mondscheinsonate. Weißt du, als ich noch ganz klein war, bin ich immer bei den Klängen der Mondscheinsonate eingeschlafen. Mein Vater hat nämlich Klavier gespielt. Seit über 4 Jahren gibt es zwischen Großbritannien und einem abtrünnigen Staat in Afrika Streit wegen der berühmten weißen Vorherrschaft. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, Ihnen zu sagen, was für ein Glück ich hatte, aus all den Kölner Mädchen einen Profi wie Sie zu angeln. Sie sind eben ein Glückskind. Wir geben uns alle Mühe, aber wir finden Monsieur Novak nicht mehr. Er ist spurlos verschwunden. Seht zu, dass er auf das Schiff kommt, aber Dalle. Ihr müsst ihn erwischen, denn anschließend fliegt er nach Bangladesch und wir sitzen im Trockenen. Vielleicht sollten wir ihm den Gefallen tun, das Bild wirklich an die Presse geben. Das ist doch der Mist auf der Welt. Kein Mensch tut einem anderen jemals einen Gefallen. Ich tue immer gern jemand einen Gefallen und hinterher komme ich mir jedes Mal vor wie ein... Hör auf, bitte! Novak wäre mir völlig egal. Aber dieser Mr. Fong... Ich sehe immer noch seine entsetzten Augen. Er war der Erste, dem ich je mit einem dieser Bilder gegenüberstand. Warum ihm? Warum ausgerechnet ihm? Hinter etwas Unbekanntes, was in mir vorgeht. Es war nicht seine Verachtung, die er mich fühlen ließ und wobei ich mir dreckig vorkam. Es war meine Verachtung für mich selbst. Und weißt du, weshalb ich mit mir selbst ins Reine kommen wollte? Bloß deinetwegen. Mein ganzes Leben habe ich ein Gefühl kennenlernen wollen, das... Ein Gefühl, das Geld nicht auslöscht, das Erpressung nicht auslöscht. Jedes Mal, wenn sonst von diesem Gefühl die Rede war, dann ging es spurlos an mir vorüber. Ich hatte es nie wirklich gekannt. Bis du auf einmal kamst. Nicht eine der vielen Gemeinheiten, die auf mein Konto gehen, könnte ich je wieder gut machen. Ich bin nicht religiös. Nein, die Beichte ist für Huren und für Heuchler. Wie kann ich an irgendetwas glauben, wenn Gottes Gunst immer zu gewinnen ist und sei es durch Hass, Gewalt und Lügen? Ich bin kein Barbar, wie die in den Kreuzzügen, wo sie für ihren Christus sogar nackt gingen und Menschenfleisch vertilgten. Aber selbst angesichts der Kreuzzüge, wir werden uns andere Namen zulegen. Wir nehmen die erste Maschine von Amsterdam. Ich kann nicht. Warum nicht?
Ich muss erst dieses Negativ von dir und dem Senator in Washington in die Finger kriegen. Bist du von der Polizei? Privatdetektiv. Jetzt haben wir in unserer Familie also bloß noch einen Gauner, der dringend zur Beichte gehen muss. Willst du mir helfen? Helfen? Ich besorge dir alle Negative, wenn du willst. Wer ist der Boss? Mr. Mansour.